Here's a story for the kids. Willkommen, meine Damen und Herren, bei einer neuen Episode von Explodiert, das Wochenendmagazin am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Abend oder auch einen schönen guten Morgen, je nachdem, in welcher Zeitzone Sie sich gerade befinden. Auch unser Thema heute hat sehr viel mit Zeit zu tun und dem Wandel der Zeit. Denn es geht, wie Sie vielleicht schon vermutet haben, um das Betreten eines Zimmers. Und was dabei alles schieflaufen kann, wie man ein Zimmer betritt, was das wirklich über den Menschen aussagt, das werden wir heute herausfinden. Frei nach dem Motto, sag mir, wie du ein Zimmer betrittst und ich sage dir, wer du bist. Vielleicht noch was zum Abschluss? Ja, also ich denke, es wird heute eine sehr spannende Serie, denn dieses Thema, das ist ja wirklich eigentlich ein Tabuthema heutzutage. Und ich finde einfach, dass man sich damit trotzdem auseinandersetzen muss. Ich persönlich betrete keine Zimmer. Ich bin halt leider querschnittsgelähmt, aber dennoch wünsche ich Ihnen viel, viel Spaß heute bei der Sendung. Ich glaube, das wird uns allen sehr weiterhelfen. Vielleicht auch mir. Vielleicht werde ich irgendwann wieder laufen können. Beim Betreten eines Zimmers in High Heels achte man sehr auf seine Beinführung. Wie hier sehr schön demonstriert wird, ist es nötig, die Beine über Kreuz aufzusetzen, um der Person und den Schuhen die größtmögliche Wirkung zu geben. Menschen in High Heels sind oftmals nicht so groß. Deswegen befolge man folgende Attitüde von Lola. Wie Sie sehen, hat Lola schwarze Schuhe an, was natürlich ein Vorteil ist, denn schwarze Schuhe ziehen die Blicke automatisch auf sich wegen ihrer dunklen Farbe. Und die Farbe Schwarz absorbiert ja, wie wir alle wissen, alles Licht und auch alle Blicke. Man merke sich nun folgende Schrittfolge. Folgendermaßen wird sie folglich von einem Professor festgehalten. In dem Werk von Professor Dr. Dr. Hermann Schubert. Schuster Schumann Schubert. Meine High Heels und ich. Oh. Manche Menschen betreten ein Zimmer auch auf eine etwas unorthodoxe Weise. Sie sind betrunken. Sie sind am Ende. Dieses Betreten ist mehr ein Bekriechen. Manchmal schaffen sie es noch, das Licht anzumachen. Diese Person scheint betrunken zu sein. Sie kriecht, lacht. Sie kann sich kaum bewegen, doch sie hat das Zimmer, wenn auch auf ungewöhnliche Weise, doch betreten. Sie ist im Zimmer. Oh, hi Leute, ich bin Mrs. Party und ich betrete das Zimmer eigentlich generell tanzend. Man kann so machen oder so oder so oder so oder so. Es kommt aufs Gleiche raus, man tanzt. Und das ist mein bester Freund, die Disco-Kugel. Der ist immer bei mir, also der kann auch das Zimmer betreten. Sieht man nicht so ganz, weil er ja mit mir das Zimmer betritt. Also wir sind praktisch eine Einheit. Und es ist so, also zum Zimmer betreten kann ich Folgendes sagen. Ich habe schon oft Zimmer betreten. Also ich betrete eigentlich täglich Zimmer. Ich bin nämlich Zimmerer. Und also beruflich, wenn ich jetzt nicht Party mache, gerade. Und das ist dann so, du musst, sobald du in den Raum kommst, musst du Disco-Cool zeigen und damit sagen, hey Leute, ich bin präsent, ich bin da. Und das ist eigentlich schon die Hauptsache, denn das ist wirklich der Moment, wo alle Leute auf dich aufmerksam werden. Ihr werdet auf mich aufmerksam. Und ja, also ich finde das ganz wichtig, weil wenn man nicht reinkommt, ist man auch nicht drin. Ja? Und wenn man nicht drin ist, dann ohne, also was sage ich immer? Ja genau, Disco-Time is good time and good time is better time. Ja,
Und damit will ich nur sagen, dass der Moment, wo man das Zimmer betritt, der wichtigste im Leben ist. Und da es viele davon gibt, gibt es auch viele wichtigste Momente im Leben. Und das sieht man an dieser Disco-Kugel. Wie Sie es von unserer Sendung gewohnt sind, haben wir natürlich auch heute wieder einen hochwertigen, hochwerten Experten, in diesem Fall einen Hofgärtner, eingeladen. Das ist also Alfons Katzwang. Also, Entschuldigung, es ist gerade sehr kalt hier drin, gerade im Hochsommer da. Also, Herr Katzwang, ist Ihnen auch kalt? Sie zittern ja. Naja, macht ja nichts. Das interessiert mich brennend. Wie kamen Sie denn zu diesem Job? Also es ist wirklich ein total interessantes Thema, ne? Also vor allem, weil ich gerade gesagt habe, interessiert mich brennend, da denke ich so ein bisschen an Feuer, dabei ist mir richtig kalt, ich bin ein bisschen erkältet. Naja, Herr Katzmann, zurück zu Ihnen. Das ist ja hochinteressant. Wie gesagt, Sie haben ja, ich verstehe das gar nicht, wie sind Sie jetzt zu dieser Stelle gekommen? Erzählen Sie doch mal, das ist wirklich eine Sache, da trifft man ja nicht viele Leute. Und das dann noch im Zusammenhang mit dem Zimmer betreten, als Gärtner gerade. Da ist das ja eine Gratwanderung, nehme ich an, ein Zimmer zu betreten, ein Zimmer zu verlassen, den Garten zu gestalten, all solche Dinge. Da müssen Sie jetzt echt mal einfach aus dem Nähkästchen herausplaudern. Sie haben ja bereits Ihre Stricknadeln dabei. Fangen Sie einfach mal an zu erzählen. Ich will Sie auch gar nicht weiter aufhalten. Es ist nur einfach so, ein frischer Wind geht hier drinnen. Das ist unglaublich. Also, ich kann Ihnen auch eine Tasse Tee anbieten, wenn Sie wollen. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt Tee da haben, aber Ihnen ist bestimmt kalt. Herr Katzwang, zurück zu Ihnen. Ja, das ist, ich bin ganz aufgeregt, so mit einem Experten. Das interessiert mich sehr, was Sie machen. Erzählen Sie doch mal. Also, Sie kommen ja gar nicht zu Wort. Das muss jetzt mal, fangen Sie doch mal an zu erzählen. Ja, also, ja. Ich danke Ihnen sehr für die freundliche Einleitung. Und ich muss dazu sagen, es ist schon eine Sache für sich, das Betreten von Zimmern und das Betreten von Gärten. Also das Betreten von Gärten ist auch so eine Sache für sich, weil es ist ja kein Raum, es ist kein geschlossener Raum, es ist eher frei Luft. Und deswegen ist es auch manchmal kühl, manchmal ist es aber auch warm. Mhm. Also ja, manchmal stimmt, ist ja ganz heiß. Ja doch, also heiß ist es auch oft. Oft bis gar nicht. Aha. Weil wenn es gar nicht heiß ist, blüht nicht viel. Aber wenn es zu heiß ist, blüht wieder gar nichts. Und das ist immer so eine Sache mit meiner Arbeit, wissen Sie, weil dann könnte ich ja nichts mehr betreten, wenn nichts mehr wachsen würde, ja. Was sich zu betreten lohnt. Ach so, ja. Ja, das ist die Sache, die sehr knifflig ist. Eine knifflige Angelegenheit. Und deswegen kann man auch nur so hochqualifizierte Leute wie mich nehmen. Aha. Also es gibt ja so ein spezielles Gen. Das Begehen hat man von Gnomen genommen. Auch Nomen sind interessant. Interessante Sache. Ich mag auch Nomen. Oh. Und Normen. Oh, und Norman. Oh, ach so, ja. So heißt mein Boss. Ach so, cool, ja. Das ist. Ja. Oh, diese Kälte. Ich habe keine Lust mehr. Aber Herr Katzwang. Ich fand das hochinteressant. Wir haben leider jetzt einen kleinen Konflikt mit Herrn Katzwang. Sie haben ja selbst gesehen, er war nicht besonders kooperativ. Kann man auch nichts machen. Dina, wie hast du das empfunden? Sorry, ich habe gerade voll geschlafen. Also ach so, nee, ist kein Problem. Ich war müde. Ja, dann macht man das manchmal. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Wissen Sie, an Tagen wie diesen, da kann man jedem mal so etwas verzeihen. Aber ich habe viel dabei gelernt. Ich habe auch viel über mich selber gelernt. Viel Negatives, aber auch. Naja, ich. Auf Wiedersehen.